Remix. Remix bei Juvilas LP. Genau. So, haben wir eigentlich schon hier, sag mal, ein Dingens? Ist die Folge eigentlich schon live, wo wir unseren Vorschlag bringen, dass die Leute doch die Brücken und so weiter benennen können? Nein, ich glaube noch nicht. Okay. Also wir haben zu viele Folgen auf Vorrat aufgenommen, wenn ihr das hier schon seht, ne? Eure Namen werden noch eingefügt, wie ihr die Brücken nennen wollt. Ja. Das kommt noch, falls ihr überhaupt Vorschläge gemacht habt. Ein unsichtbares Haus, ja, das ist voll gut hier, wo nicht. Boah, also jetzt erstmal hier schön auf mein unsichtbares Klo. Oh. Ich geh jetzt mal ins Bett, so, ausziehen, jawohl, so. Ach so, und jetzt ab unter die Dusche. La 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 la. Und auch im Schritt waschen. La 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 la. Oh, das ist aber, ja. Na, muss ich auch mal wieder rasieren. Da, 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 da. Moment. So. Rasurwerkzeug. la, la, la. Ja! Ups, da habe ich zu viel abrasiert. Das ist schlecht. Trollolol. So. Okay, aber wie dem auch sei. Ich würde sagen, hier kann man auch noch ein bisschen was Kleines hinbauen. Oh, also hier, was könnte man da? Eine U-Bahn-Station. Genau. Eine U-Bahn-Station. Vielleicht auch zwei. Und einen Parkplatz für die Leute, die da mit dem Auto kommen und nicht mit der U-Bahn. Ja. Hallo. Und ein Walmart. Walmart brauchst du immer, ja. Walmart ist überall. Stimmt, wir haben noch gar kein Walmart gebaut. Scheiße. Tut mir leid, oh großer Herr des Walmart. Wir werden deinen Laden noch bauen. Ja, nee, ist klar. Ich finde ja, man könnte hier auch eine ganz geile Kirche hinbauen, also. Wollten wir sowieso mal machen. Ja, würde ich aber nicht so einen Marktplatz bauen irgendwie. Weil die Kirche ist ja immer ein bisschen abseits gelegen, weil da auch ein anschließender Friedhof ist. Also ich finde. Ja, gut, kann man. Friedhof gehört eigentlich an die Kirche ran, also würde ich die ein bisschen weiter abseits bauen noch mit. Kann man auf jeden Fall machen. So, und hier wird es nachher auf dem Platz schon ein bisschen eng, ne? Wenn du mal schaust. Geht's da hinten weiter? Ich weiß gar nicht, wie es da weitergeht. Also, eigentlich, wenn ich das so sehe. Also, hier unten, hier finde ich, bietet sich schön an so einen Flusshafen, also so einen Flussfahrthafen. Wollen wir hier um den Fluss herum das Dorf bauen? Also, das Dorf insofern, dass die Bewohner da wohnen? So quasi ein Flussdorf wie Passau. Oh Mann, der war gemein. Ja, der war echt. warte mal, also hier ist so praktisch das Handelszentrum. Ja, dann geht's hier nachher so ein bisschen runter. Ne, so über kleine Abstufungen runter und dann, das stelle ich mir ziemlich geil vor, wenn du dann hier so irgendwo den Abgang machst. Dann hätte ich aber auch gerne, dass wir am Berg noch ein paar Hütten, also die höher gelegenen Schichten, praktisch bauen so ein paar, also ein, zwei Villen oder sowas hin an die Berge direkt. Ja, genau. Also das wird geil. Das würde sich richtig gut machen. Doch, dann machen wir das so. Also so ein Flussdorf, das ist schon cool irgendwie. Lass mal kurz, damit wir nicht die ganze Zeit nur Tag und Nacht skippen, lass mal kurz ins Bett gehen. Ja, aber also die Idee finde ich gerade richtig geil, ja. Muss ich sagen. Vater macht auch noch die Tür zu. Und ich bin ins Bett gesprungen, hast du gesehen? Einer von einer ganz edlen Sorte hier. Mhm. Mit dem Loch hinten. Ja, ja. Ist ein romantisches kleines Häuschen, ne? Da kommt auch garantiert keiner rein. Nein. Boah, geil. Jetzt bin ich gerade gehypt, muss ich ehrlich sagen. So, einmal hier hüpf, so. Also dann würde ich sagen, dass wir dann... So, da müssen wir aber das Flusstal hier ein bisschen ausbauen noch. Also das muss ein bisschen größer werden dann alles hier. Ja, aber guck mal, hier hinten haben wir ordentlich Platz, ne? Ja. Also wir müssen ja nicht direkt hier am Anfang schon das erste Riesenhaus hinbauen. Ja, klar. Warte mal, ich schwimme mal schnell rüber auf die andere Seite, wie es da aussieht. Da drüben kann man geil eine Berghütte reinbauen, weil guck mal, da ist schon eine Höhle vorgegeben quasi. Hier geht's irgendwo rein. Also das hier unten würde ich zuschütten, dass das eine Ebene ist. Würde ich sagen, dass das einfach gleichmäßig ein aussieht. Loch. Ich habe hier Kohle gefunden. Ich baue mal eben hier schon mal so ein kleines bisschen zu. Jo, kannst du machen. So, und bevor die Leute, die bei Juvi die Aufnahme schauen, was sagen, ich habe hier Eisen gefunden. Ich habe es nicht übersehen.
hab's nicht übersehen, ich hab's eingesammelt. Habt ihr gesehen? Also jetzt bei Yuris Aufnahme habt ihr gesehen, dass ich sie eingesammelt habe? Mein tolles Antivirenprogramm hat gerade mein Spiel einfach mal minimiert. Ja, finde ich gut. So, da war wieder mein kleiner Break drin. Ich hasse mein Antivirenprogramm. Warum macht es sowas einfach? Leistungswarnung, Ihre CPU wird doll beansprucht. Ja, das kann schon mal vorkommen, ne? Halt die Schnauze, du Programm. Okay, jetzt muss ich meine Axt eben reparieren gehen, sonst geht mir meine Axt kaputt. Und die hat Effizienz 2 drauf. Scheiß drauf, wir können später noch bessere Verzauberungen machen. Ja. Ist doch so lustig, ne? Da sind wir extra in den Nether gegangen, haben Lohn gefarmt. Und haben dann die Bücherregale und den Verzaubertisch so gestellt, dass es eigentlich nicht effektiv funktionieren kann. Ja, wir es einfach total verkackt, irgendwie alles. Ja, gut, weil wir es einfach spontan in dein Haus gestellt haben, so als kleine Zwischenlagerungsstätte praktisch. Ja. So, jetzt ist meine Axt kaputt. Aber jetzt ist das alles erstmal total egal, weil jetzt wird hier ordentlich gebaut. Genau. Und wahrscheinlich müssen wir uns sogar noch Materialien wieder dafür beschaffen. Jawohl, das wird auf alle Fälle wieder anfallen. Also, was wir euch sagen können, wir planen, auf das Ratshaus dann auch wieder ein Ziegelsteindach zu machen. Einfach um der Einheitlichkeit halber, dass der Stil halt zusammenpasst dann, ne? Genau, und weil wir jetzt wirklich schon 20.000 Mal Ziegelfarm waren, oder Lehmfarm waren, besser gesagt, machen wir das wahrscheinlich echt mal offscreen, weil ich glaube, also ich würde es mir nicht nochmal angucken, nach dem zweiten Mal irgendwie. Ja gut, es kommt drauf an, je nachdem, wie das Lava-Thema gerade war, ne? Ja, aber, gut, aber... auf Dauer ist es, glaube ich, nicht so spannend, jemanden beim Farm zuzuschauen in Minecraft. Ja, vor allen Dingen, wir wollen ja auch ein bisschen was bauen letztendlich, also deswegen spielen wir beide das ja hier hauptsächlich, um zu bauen und nicht jetzt um Stunden farmen zu gehen und so. Klar machen wir das dann auch mal und so, vielleicht mal ein paar Folgen lang, aber irgendwas auch mal gut, ey. Ich weiß, man könnte sich das Ganze auch irgendwie so ein bisschen rancheaten, aber das ist halt, das wollen wir beide nicht. Rancheaten? Mit Creative Mode meinst du, oder was? Ja, so einfach, ich meine, es geht ja irgendwie, dass du, sag mal, das Zeug über einen Befehl kannst du ja als Admin-Zeug einfügen, auch Items. Aber das finde ich halt auch so ziemlich langweilig. Ja, also wir wollen schon noch den Minecraft-Flow genau. Haben hier. Deswegen. Hallo, wie geht's dir? Deswegen, also wir farmen halt schon, aber wir farmen das, was wir brauchen. Und ihr müsst ja nicht überall dabei sein. Dann sitzen wir irgendwann mal eines Tages verkatert hier und farmen dann. Juvi, bist du noch wach? Ich war nie wach, Ballas. Oh, Ballas, noch bin ich da. Oh, ich weiß nicht, wie lange ich noch aushalte. Hast du schon Lehm gefunden? Ach, wir suchen Lehm. Apropos Lehm, da unten ist welcher. Hey, aber, Lehm! Aber den nehme ich jetzt nicht mit. Geronimo! Wo? Ich sehe hinter dir. Hinter dir. Da. Okay, aber dann lass uns doch einfach mal schon mal den Weg hier runterbauen. Also was ich mir so ein bisschen jetzt hier vorstelle, ist vielleicht doch hier und da mal so ein Haus, was so ein bisschen über den Fluss ragt. Weißt du? Okay. So, dass man... Das muss nicht weit sein, einfach nur so ein bisschen. Und ansonsten, dass sich gerade dann so auf den, oder an den Ufern hier die Dörfer ruhig ordentlich weit reinziehen. Also ordentlich einen reinziehen, meine ich. Ordentlich einen durchziehen? Benutze nicht meine Workbench. Du Schwein. Ich meinte nicht dich, schau mal hinter dich. Den meinte ich. Das sehe ich gerade nicht, Alter. Geronimo! Nein, Piggy! Du hast Miss Piggy getötet. Nein, brauchst du noch eine Workbench, oder? Nee, alles gut. Okay. Man nennt mich nicht umsonst den King of the Bench. Benchmarks. Nee, das war was anderes. Ja, nur minimal. Ja. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier mal eben so einen Weg durch. Schwein auf Bäumen! So weit ist es schon gekommen mit der Welt, ich bin irgendwie entsetzt. So, warte mal, wo haben wir denn hier den, Also ich führe den gerade mal hier von der Mitte des Marktplatzes einfach mal hier oben lang. Mal als einer Weg. Da lang. Ich weiß es nicht. Ich sag einfach mal ja. Da lang, hier runter.
da lang. Ja, so kann man das machen, denke ich. Mal gucken, wie es später aussieht. Kann man ja immer noch ändern. Aber dass man erstmal so eine grobe Idee hat. So. Wenn das bloß parallel sein soll, dann müssen wir einen Dreierweg machen, weil auf der anderen Seite ist auch ein Dreierweg. Bin ich gerade dabei, da einen Dreierweg draus zu machen. Ich habe schon mal eine Ebene ausgehoben. Zumindest angefangen. Genau. Da muss noch eins runtergehen. So. Habe ich schon erledigt, passt. Ach, prima. Muss der Baum hier mal eben weichen. Ja, den habe ich. Ich habe das Holz schon abgeholzt. Das Holz habe ich schon abgeholzt. Ja. So. Warte mal. Das müssen wir ein bisschen anders noch machen. Ja, das geht gerade ein tiefer da, ne? Ich weiß nicht, was du gerade vorhast. Ist klar, ich bringe das gerade so, dass wir oben den Weg dann auf der richtigen Höhe haben. Okay. So. Das ist halt auch ein Dreierweg, dann bleibt praktisch, ne? Huch. Dann machen wir mal hier noch einen weiter rein. Hallo Schweinchen. Ja, Schweine auf Bäumen, ne? Ja. Ist voll gruselig eigentlich. Ein bisschen. So Ninja-Schweine praktisch. Die Schweine! Nein, mein Schaf ist kaputt. Ihr Schweine! Ihr habt meine Schwaufel kaputt gemacht, ne? Ja. Huch, die Schwaufel. Hast du hier noch einen draufgepackt? Juvi! So, genau, dann hier runter. Jetzt müssen wir noch einen hier reingehen. Ja. Blicke ich zwar gerade nicht, warum, aber... Dass wir halt oben einen anständigen Abgang haben. Das ist nicht hier oben, wenn du ankommst, praktisch hier schon. So, hier ist das erste Feld. Das wäre das erste Feld gewesen, was tiefer saß. Und das ist halt genau die Mitte des Weges praktisch, was schon tiefer sitzt dann. Ja, du hast einen weiter gedacht als ich. Einen Block weiter. Also wie gesagt, ne, deswegen habe ich da jetzt angefangen. Oh. Wow. Wow. Wenn Schweine fliegen können, ne? Ja, also da hat es gerade mal kurz ein Schwein geregnet. Da kommt noch eins. Warte, lass den. Ja, Moment. Nein, noch nicht. Nein, du hättest erst den unteren wegmachen müssen. Das wäre logisch gewesen, durchaus. Juvi, ich bin enttäuscht von dir. Huch. Ich habe mit der Spitzhacke aus Versehen den Schwein erwischt. Und auch noch EP dafür bekommen. Ja, das ist ja normal. Hä? Was, wieso machst du da jetzt noch weg? Also willst du ja eher dahin machen, oder? Ja, genau. Okay. Ja, das muss nicht weg. Doch, das muss weg. Warum? Weil ich es weg haben will. Aha. Ja. So, dann nehmen wir hier den ganzen Steinscheiß nochmal eben raus und dann haben wir ja schon mal den Abgang schön erdig. Jawohl. Oh, das Spiel war gut eigentlich. Ein wenig erdig im Abgang. Das hatte schon Stil. Naja, so ein bisschen. Kann man durchgehen lassen, ausnahmsweise. So, prima. Aber mir juckt das Handgelenk, das glaubst du mir nicht. Hier, guck mal. Das glaube ich dir nicht. Warum hast du das denn gemacht? Zeig mal. Oh, das sieht ja aus, ob das richtig jucken würde, du. Das ist ja ein Ausschlag, der Ausschlag vor dem Herrn praktisch. Ja. Praktisch ein, der Urausschlag. Ein Ausschlag der Ausschlag. Naja, egal, vergiss. Das ist der ausschlaggebende Ausschlag. Das klingt dumm. Echt? Ja. Ich finde das klang voll intelliklug. So, aus was machen wir denn die Häuser? Das muss ja schon ein bisschen einheitlich sein. Es muss zu einem Dorf am Fluss passen, aus Matsch. Ich würde ja sagen, eine Mischung aus Kabel und Holz. Aus dem hellen Holz und Kabel. Das passt ins Gesamtbild unserer Welt ganz gut und ist aber was anderes. Können wir machen, ja. Dann brauchen wir aber noch mehr von diesen Bäumchen hier. Die guten alten, was sind das, Birken, oder? Ja. Ja. Na, also ich glaube, das ist einfach eine ganz schöne Mischung. Weil Eichenholz haben wir jetzt echt schon viel verbaut, aber Birkenholz noch nicht so viel. Wiederum. Na. Da können wir schon was hernehmen. Also ich würde sagen, wir bauen mal hier so ein Musterhaus und lassen Max Mustermann mal einziehen. Grüß Göttli, ich bin der Max Mustermann. Ich wohne in jeder Stadt und mein Haus sieht überall einheitlich aus. Ja. Oder?
Gibt es eigentlich jemanden, der Max Mustermann heißt? Stimmt. Oh, der Arme. Der Namen würde ich mir patentieren lassen und jeder, der den irgendwo benutzt, weißt du, der Max Mustermann ist sowieso voll der Held, weißt du, du kaufst den neuen Geldbeutel und neben seinem Ausweis ist schon drin. Ja eben, deswegen ja der Arme. Der wird doch nirgendwo ernst genommen. Grüß die Max! Ja, ich meine, hey, ganz ehrlich, wo wir schon bei Max Mustermann und sowas sind, ja? Ich finde ja auch, wie gemein und bösartig können Eltern eigentlich sein, wenn sie ein Kind zum Beispiel, wenn sie mit Nachnamen Schweiß heißen, ne? Wie bösartig sind Eltern bitte schön, wenn sie das Kind Axel nennen? Ja, das ist doch auch schon alter Hut. Nee, aber ich meine, ne? Gibt es denn jemanden, der so heißt? Oder ich meine, weiß ich nicht, bestimmt. Oder ich meine, den Namen gibt's sicher wirklich, weil das habe ich mal irgendwo gehört schon. Wenn du mit Nachnamen Hose heißt, ne? Ich sage jetzt einfach mal, gut, dass der zweite Name ist jetzt nicht sicher, aber er hieß auf alle Fälle irgendwas mit Kurt Christoph Hose. Ja, und? Abgekürzt Kurt C. Hose. Ist irgendwie auch, wenn du es dir überlegst, eigentlich irgendwie, ja, gemein. Ja, aha, irgendwie schon. Also ich meine, Eltern können echt grausam sein, ja? Da kann man nur dazu sagen, wie lieb haben euch eure Eltern eigentlich und wie heißt ihr denn? Genau, das ist mal eine interessante Frage. Ja. Nein, aber was... Steckt vielleicht hinter eurem Namen sogar eine eigene Geschichte, keine Ahnung, dass die Eltern gesagt haben, jawohl, Das würde mich echt mal interessieren. Gibt es eine Geschichte zu eurem Namen? Habt ihr eure Eltern mal danach gefragt, warum ihr eigentlich so heißt, wie ihr heißt? Also nur mal so ganz kurz am Rande. Ich sollte eigentlich niemals Christian heißen. Also wenn es zumindest nach meinem Opa gehen würde. Weil mein Opa fand Christian immer total blöd und wollte eigentlich immer, dass ich Paul heiße. Er hat damals, kurz nach meiner Geburt, auch versucht, meine Eltern zu bestechen letztendlich. So von wegen, hier hast du 50 Mark. Ne, Christians Mutter, und wenn du ihn jetzt Paul nennst, dann kriegst du nochmal 50. So nach dem Motto. Und darauf hat sich meine Mama damals allerdings nicht eingelassen. Und dementsprechend heiße ich nun mal Christian. Aber mein Opa hat mich einfach stumpf Paul genannt. Immer wieder. Ne, und ich höre auf diesen Namen heute zumindest, wenn mein Opa den sagt, nach wie vor. Also als ob das mein eigener Name wäre. Und ich habe mit dem Namen überhaupt nichts am Hut. Okay. Also das ist so eine kleine Story bei meinem Namen. Einfach. Ja gut, bei mir läuft das so, ist es eigentlich so abgelaufen. Mein Bruder heißt Marcel, ich heiße Markus. Und meine Eltern haben einfach gesagt, so ja, soll irgendwie ähnlich klingen anscheinend. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich auch ehrlich gesagt, muss ich sagen, nie so wirklich hinterfragt. Und ja, so ist halt einfach, keine Ahnung. Ja. So ist das alles, ist bei mir halt einfach entstanden. Ist eben so, ne? Genau. Aber who cares, ne? Das ist eigentlich voll der Scheiß. Ja, klar.